Hallo, herzlich willkommen. Ich war vor einer Woche in Kassel in der Adventskirche zu einer Kunstausstellung. Das war auch der letzte Tag. Es war eigentlich eine Finissage. Die Malerin heißt Angelika Werner, ist seit 2012 freischaffende Künstlerin. Ich habe sie kennengelernt. Ich bin begeistert, sympathisch, hat mir viele ihrer Bilder erklärt. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Das waren so meine Eindrücke. Das hier ist die Künstlerin Angelika Werner. Und ich lese kurz mal was vor aus ihrem Flyer. Malerei, in Klammern Acryl auf Leinwand. Wenn ich male, bin ich glücklich. Wenn ich male, bin ich ganz ich. Kunst bedeutet für mich Lebensfreude, Kreativität, meditative Einkehr und der kontinuierliche Prozess der Selbsterfahrung. Als Ausdruck dessen ist jedes meiner Bilder wie eine Reise, unvorhersehbar und auch jedes Mal anders. Alles geschieht ganz intuitiv, ganz im Moment, nichts muss, alles darf. Ich male nicht nach einem Schema und bin sehr experimentierfreudig, offen und spontan, ohne ein tatsächlich geplantes Ziel, ohne genau zu wissen, wann der Zeitpunkt der Fertigstellung erreicht ist. Meine Werkzeuge sind neben den Farben Spachtel, Pinsel und Rakel. Durch schichtweise Auftragen verschiedener Farben formt sich nach und nach das fertige Bild. Dann ein Zitat von Jean-Simon Jardin: Man benutzt wohl Farben, aber man malt mit dem Gefühl. Und genau das trifft auch wohl auf die Künstlerin zu. Und ich hoffe, also ich habe gefilmt, ihr wisst ja immer so meine Eindrücke. Und ich mache auch gern auf die Kunst Künstler aufmerksam in Kassel. Ich habe in der Ankündigung, in dem Text, da habe ich auch ihre Website für euch verlinkt. Und schaut euch mal die Website an. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Ganz liebe, herzliche Grüße, die Doris.